Leider gibt es keine typischen Symptome für die Erkrankung. Gerade am Anfang ist es so, dass es sehr unspezifische Symptome sind. Manchmal kann eine Müdigkeit, eine Abgeschlagenheit oder auch eine Schmerzen im Bereich der Leber zum Arzt führen. Hier kann es sein, dass die Leberwerte im Labor erhöht sind, aber leider muss das nicht sein. Deswegen empfehle ich immer, auch Ultraschalluntersuchungen regelmäßig durchführen zu lassen, um hier vielleicht schon früh Tumor zu erkennen. Denn die Spätsymptome, die auftreten können, ist, dass da plötzlich der Patient Juckreiz entwickelt, eine Gelbfärbung, sozusagen Ikterus, entwickelt. Der Ikterus ist aber nicht, steht nicht alleine für das Galleneingangskarzinom da. Hier kann auch mal ein Pankreaskarzinom die Ursache sein. Deswegen, Sie sehen, die Symptome sind sehr unspezifisch. Intrahepatische Gallengangskarzinome können überhaupt keine Beschwerden verursachen und sind deswegen sehr schwierig zu detektieren. Wir sehen immer wieder als Zufallsbefund intrahepatische Gallengangskarzinome, die einfach durch Ultraschalluntersuchungen oder durch eine CT-Untersuchung aufgefallen sind. Perihiliäre können viel häufiger Symptome verursachen, wie zum Beispiel Entzündungen oder eine Gelbwerdung. Man muss sich das so vorstellen, der Gallenfluss wird bedrängt, weil in dem Gallengang was wächst und dadurch ist der Abfluss der Galle behindert und wir werden gelb. Die Gallengänge selber verursachen keine Schmerzen. Entzündungen können auftreten, Fieberschübe können auftreten, das führt uns zum Arzt. Gallenblasensteine können zu Schmerzen führen. An sich die Gallenblase selber ist selten schmerzbehaftet. Als erste Anlaufstelle dient sicher der Hausarzt. Allerdings, wie gesagt, können Leberwerte unauffällig sein. Deswegen wäre es ratsam, eine Ultraschalluntersuchung dann durchführen zu lassen. Und dies sollte vielleicht entweder durch den Radiologen durchgeführt werden oder am besten man wendet sich zu einem Gastroenterologen.